Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Minecraft. Ja, weiter geht's. Zwar, wir haben ja in der letzten Folge hier angefangen, ja, wir wollten das Platinum Logistics System bauen. Ich habe hier mal Kisten dran gemacht. Hier mal den Load eingestellt, damit wir gleich hier ein paar Sachen abgeladen bekommen und nicht alles, ja, zu Hause. Hier kommt ja schon unsere Lokomotive. Schauen, ob sie irgendwas an Mann hat. Müsste noch alles Mögliche drin sein, ja. Lad er hier brav ab. Warum hat er jetzt noch nicht abgeladen zu Hause? Das Crap. Seit er eigentlich abgeladen haben? Anscheinend nicht. Na egal. Das werden wir dann schon. Ja, warum fährt der jetzt verkehrt rum? Kann mir das jetzt mal einer erklären? Na okay, egal. Müssen wir danach wieder umstellen. Ah, hier haben wir noch Honig. Hier rein. So, jetzt aber das Applied Energistics System. Hier haben wir eine MFE, die ist voll. Über die Solarzelle, das haben wir, ich glaube, noch gemeinsam aufgestellt. Und jetzt schauen wir hier mal, was wir hier haben. Und ein davon, eins davon. Einen Controller werden wir brauchen. Import. Export, ein paar Kabel und hier die 1K Storage. Die reichen uns. So, wo fangen wir hier am besten an? Ich würde mal sagen, den Controller platzieren wir einfach hier neben der MFE. Genau, Kakao habe ich auch geholt. Da habe ich schon eine Kakaoplantage für uns angelegt. Was ich aber jetzt brauche ist die Ranch. Die haben wir hier drin. Zu Hause eine kleine Kakaoplantage angelegt, damit wir dann bei den Bienen eben weitermachen können irgendwann mal oder ich offline, ist je nachdem. Ist immer so eine Sache, ne? Man kann ja nicht in jeder Folge immer das gleiche machen. Du warst falsch, egal. Ich brauche nicht mehr. Das war das Holz, was ich da hinten verbraucht habe. Brauche ich auch nicht mehr. Ja, der hoffentlich nicht. Die hohe brauche ich auch nicht mehr. Das war nur zum Testen. So gut. Die Frage ist, wird hier eine MFE reichen? Ich glaube nicht. Aber ja, soll es so sein. Das heißt, wir haben hier den Controller. Den stellen wir aber eins weiter weg. Und kann man. Ich muss jetzt mal testen, ob das auch klappt. Nee. Aber so müsste es klappen, oder? Mal kurz testen. Ah, nee, da kann ich verbinden. Okay. Ich dachte vielleicht, das geht. Gut, dann brauchen wir hier ein Kabelchen. Am besten Glasfaser oder sowas. Das haben wir ja noch. So, dich brauche ich nicht. Ich brauche dich und dich. Da dachte ich mir, was ist denn jetzt los? Hä? Hä? Okay, einmal geht's nicht. Hallo? Okay, jetzt geht's. Naja, okay, soll so sein. Egal. Hauptsache es geht. Glas, Wasser, Kabel, da machen wir. Eigentlich brauchen wir nur eins, ne? So, dann tut er weg. Ey. Jetzt fährt der Zug wieder normal. Komischerweise, ne? Schauen wir mal zu, ob der jetzt weiterfährt oder wieder zurück. Und jetzt fährt er weiter. Okay, komisch. Naja. Hallo, ich habe ein Glaswasserkabel bestellt. Bist du mich jetzt verarscht oder wie? Glaswasser, hier. So, requested, gut. Und jetzt müsste er hier drin sein. Okay, verstehe ich jetzt nicht. Dann gehen wir mal gucken, warum das nicht funktioniert, so wie ich das will. Habe ich vielleicht irgendwo ein. Der Pipe zu viel abgebaut oder so. Ist ja alles möglich. Man weiß ja heutzutage nie, ne? Aber im Normalfall müsste es ja passen. Weil blau ist zum Abholen. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Immer diese Technik hier. Ja, hier ist meine Kakaobohnenplantage. Wie ich gesagt habe. So, dann haben wir hier. Ah, okay, ich sehe schon, wir haben hier keinen Strom. Weil.
wahrscheinlich die Lava wieder ausgegangen ist. Ja. Das Holz wird natürlich auch nicht. Nee, läuft nichts. Gut. Warum ist die Lava wieder aus? Null. Achso, das ist wieder der Fehler. Das ist wieder Mistcraft schuld. Ich muss die Lava-Welt von Mistcraft wieder löschen. Das funktioniert nicht. Das will nicht so richtig. Die Chunkloader oder. Keine Ahnung. Ich glaube, die Chunkloader funktionieren nicht mehr richtig. Das ist ein bisschen ein Problem. Seit ich auf die neue Forge geupdatet habe, funktioniert das irgendwie nicht mehr. Das ist voll blöd irgendwie. Aber zurück leider geht auch nicht mehr. Deswegen, ja. So, jetzt müsste wieder Lava kommen. Genau. Das ist irgendwie buggig. Echt keine Ahnung wieso. Muss ich echt mal, ja, schauen, ob ich, ja, aber es gibt keine neue Forge mehr. Ich habe die neueste genommen. So, jetzt haben wir aber wieder dann. Hier sind wir falsch. Wir müssen am besten hier entlang. Durch unsere Geheimtür. Irgendwie ist die Musik wieder so laut, ne? Voll komisch irgendwie. Manchmal ist sie leise, manchmal laut. Ist voll blöde. Da muss ich mir einen neuen Player suchen. Jetzt spiele ich alles mit einem ganz normalen Windows Media Player ab, aber das funktioniert anscheinend nicht so richtig, wie ich will. Muss ich mir einen anderen Player holen. Lokomotive, tötet mich nicht schon wieder. Ich hab dir nichts getan. Merkt ihr das? Ich hab dir nichts getan. Die tötet mich immer wieder. Keine Ahnung wieso, aber ist so. So. Hier ladet er brav ab. Und jetzt sollten wir auch wieder Kontakt nach Hause haben. Ja, IT telefoniert nach Hause, ne? Was wollte ich? Vergessen. Naja, Glas für Kabel. Ein Stück. Requesten. Und. Ja, jetzt ist er da. Okay, also es lag wirklich daran. Zack. Und jetzt hat er gleich wieder volle Power. 6 Units, 3 EU. Das schafft die Solarzelle neben Leben. In der Nacht halt. Aber egal, da werden wir uns dann noch was drum kümmern müssen, dass wir hier eine Alternative finden. Wir haben nicht mal was zum Essen an Bord. Ich fresse so viel, das gibt ja gar nicht. Hauen wir uns sowas. Ein Steak, ne? Hauen wir uns ein Steak in die Birne. Gut, dann bauen wir ein Access Terminal. Das will ich. Wo werden wir denn das hin? Am besten eh hier hin, ja. Ah, hier oben drauf. Zack, haben wir nichts drin. Disk Drive können wir gleich daneben machen. So. Und Disk Drive kommt noch eine Disk rein. Gut. Und wir werden gleich hier die Importbar. Die Frage ist, lassen wir die Kisten hier stehen oder importieren wir direkt von den da? Hat der Zugang hier noch etwas an Bord oder nicht? Doch, die Redstone und das. Der ladet das einfach nicht ab, ich verstehe nicht. Naja, egal. Solange er fährt, fährt er. Wir werden das jetzt gleich mal so testen. Wir werden nur mal die Kisten leer machen, also nicht wundern, damit wir die Kisten dann abbauen können. So, dann bauen wir Importbus. Zack, jetzt müsste die Kiste geleert werden. Wenn wir hier auf Stack schalten, leert er die schnell. Und dann, wenn die leer ist, können wir die Kiste mal abbauen. Das auch. Ja, auch Importbus drauf. So, nein, da ist eh nichts drin. Nein. Gut. So, dann füllt er das alles hier in unser System rein, hier auf die Disk drauf. Und hier da, wir haben schon jede Menge Items drin, die wir dann natürlich dann später wieder verarbeiten werden. So, jetzt können wir das wieder abreißen. Ja, dich da unten mal die abreißen. Stein wieder schön da drauf. Ey, die Musik geht mir auf den Sack. Ah, das ist irgendwie so laut. Das gefällt
gefällt mir gar nicht, wenn es so laut ist. So, ich habe aber den Mediaplayer schon auf 1% eingeschaltet. Trotzdem so laut, keine Ahnung wieso. So, zack, da muss ich echt mal gucken, wie man das irgendwie umstellen kann, so auf minus 100 oder so. Keine Ahnung, so. Jetzt hier Platz machen, weil da unterhalb kommen dann die Importbasse rauf. Zack, zack. Und die schalten wir alle gleich auf Stack-Mode um, damit das gleich schnell geht. Wenn der Zug kommt, dann wird es gleich wieder schnell rausgezogen. Das wird ja alles hier zwischengelagert. Also so ist ja nicht, das ist ja eine kleine Kiste sozusagen integriert. So. Da können wir eigentlich hier so. Wo ist denn der Controller? Hier ist der Controller. Dann fahren wir genau hier beim Controller rüber. Zack. Unter diesen Stein hier. So. Genau. Hier legen wir wieder Erde rein. So. Na, wirst du die Löcher auffüllen. So. Und hier, so. Und hier dann Kabel gelegt. Können wir mal gleich hier wegfahren. Da brauchen wir nicht von da hinten wegfahren. Sparen wir uns wieder ein bisschen Kabel. Jeder Kabel erzeugt auch Strom, also braucht Strom. Deswegen sollte man auch damit ein bisschen in Acht geben. Na komm. Aber wir jetzt schauen, wir verbrauchen jetzt 9 Units. Und wenn wir das anschließen, 14. Also es kommt schon jede Menge zusammen. Auch Kleinvieh macht Mist, so schön man sagt. So. Schöne Stein rein. Oh, zack und zack. Genau, da sieht das kein Mensch. 14 Units ist natürlich nicht wenig. Das sind 10 EU, also am Tag geht das noch knapp aus sich. In der Nacht sieht das natürlich anders aus. Und wenn wir hier zum Beispiel da... Also hier kann ich nichts reinmachen. Das rausnehmen und hier... Warum kann ich hier nichts reinlegen? Hier sind Drops drin, die müsst ihr ja schon rausziehen, oder? Oder braucht ihr immer eine Kiste? Will er mich jetzt verarschen? Advanced Unloader. Normalfall müsst ihr die rausziehen. Das ist ja Importbus, ja, das müsste ja klappen. Komische Sache. So. Ich kann ja. Okay, wenn ich es rausnehme, dann geht's. Dann hat er das hier reingeschmissen. So, auf alle Fälle müssen wir hier mal. Ich würde sagen 32. Hier dann auch nur 32. Von jedem, das war leider, weil er so viel an Bord hatte. Und hier 64, so. Nur warum der das da nicht rauszieht, das frage ich mich jetzt. Sonst müssen wir halt einfach wieder die Kisten hinstellen. Dann bringt das nichts anders. Wundert mich jetzt ehrlich gesagt, aber kann ja sein. Oder ich muss das von der Seite rausziehen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, warum das nicht klappt. So. Also von der Rückseite rausziehen. Das kann natürlich auch sein. Es muss ja nicht immer alles von unten rausziehen. So. Und hier muss ja irgendwas Kabel sein, oder? Genau. Zack, zack. Das werden wir dann gleich testen. So, hier hat jetzt. Ja, der, das ist ja egal, das brauchen wir nicht. So, stackweise, stackweise, Stacks. Und jetzt testen wir mal was anders. Zwar, wenn wir hier ein bisschen rausnehmen. Ob wir das da auch reintun können hier. Warum kann ich hier nichts reintun? Im Buffer kann man ja normal etwas reintun. Normalfall schon, ja. Hier anscheinend nicht. Ja, dann testen wir es so mal. Wenn es so nicht klappt, dann müssen wir wohl oder übel
meine Kiste dahinter machen. Aber normalerweise dafür dieser Buffer da. Schauen wir mal, wo der Zug bleibt. Nimm mich mit. Ich bin so blöd, der Hund ist schneller als ich. Das geht ja gar nicht. Nein. Blöder Zug, du. So, aber jetzt bin ich schneller als du. So, ich sag, du sollst mich mitnehmen. So, 9 hat er hier drin. Ich frage jetzt, ob er das auch rauslädt oder nicht. Komischerweise hat er hier 9 drin und 2 ist er da reinpacken. Vielleicht ist das nur ein Aktualisierungsfehler. Wir machen mal was anderes. Wir lassen das eine Zeit lang laufen, dann werden wir es ja merken. So, was wir hier brauchen, ist dann schön langsam mal ein bisschen Bildcraft-Energie. Denn wir müssen ja hier auch eine Verarbeitung hinbauen. Denn ich will ja gleich direkt, dass die Propolis zu Öl machen. Also die Öl-Propolis. Und die Honig-Drops gleich zu Honig. Das hier verarbeiten in kleine Tanks zwischenspeichern und alles, was zu viel ist, geht nach Hause. Also hier so einen kleinen Tank zwischen machen. So ist mein Plan eigentlich, dass wir hier immer einen Tank voll haben. Für was werden wir dann schauen, aber für irgendwas wird das schon passen. So, dazu brauchen wir dann schön die Squeezer. Oder wie heißen die jetzt? Squeezer, glaube ich, ja. So, dann geht's ab nach Hause mal. Ich glaube, Squeezer waren das, ja. Die brauchen wir dafür. Ja, klar. Bin eh auf der Seite gelaufen. Dann tötest du mich wieder. Der Zug geht mir echt auf den Punkte. Immer tötet er mich. Der hat's auf mich abgesehen. Naja, kann man nichts machen. Kannst du nichts tun machen, ne? Muss der schauen, wo bleibst. Zum Glück ist das nicht so weit weg. Denn ohne der schnellen Hose ist man ziemlich lahm. Auch wenn man hier sprintet um sein Leben, man wird immer getötet. Aber so haben wir bald mal auf der Map so viele Punkte, dass wir wissen genau, wo die Bahn verläuft. So, sind wir da schon voll oder was? Nee, denke ich mir gerade. Da liegen noch einige Sachen. So, jetzt liegt auch nichts mehr rum, oder? Nö, ein Skelett liegt hier noch rum. Die brauchen wir aber nicht. So, weiß jetzt noch zufällig einer, was ich machen wollte. Ich hab's ja vergessen. Genau, ich wollte die Squeezer zu holen. Die müssten wir ja hier oben haben dann, in unserem schönen Raum. Nein, hier nicht. Dann war es in den Raum. Hier in der Kiste müsste das liegen. Genau. Die Carpenter will ich hier lassen, aber die Squeezer will ich mitnehmen. Liquiduct Bulbs werden wir auch brauchen. Und hier haben wir schon ein bisschen Honig im Vorfeld. So, da rein wollte ich es nicht hauen. Naja, die Carpenter, die lassen wir hier. Die sollen hier bleiben. Und dann die Ranch tun wir wieder hier rein. Squeezer, genau. Und ich glaube, ich habe ja in der letzten Folge oder so. Boah, habe ich jetzt mein Essen hier? Habe ich ja die Tesserex gemacht, hoffe ich halt. Ja, passt. Da organisieren wir uns eine. Und wir brauchen diese Energy Conductive Pipe. Energy. Die da brauchen wir. Redstock, Conductive Pipe, Hardened Glass und Electrium. Haben wir da irgendwas? Electrium haben wir auf alle Fälle und Hardened Glass. Nicht mehr viel, aber wir haben noch was, ne? Ah, 56.
So, du kommst gleich hier rein, dann hat der was zu tun. Den gehen wir gleich wieder ein bisschen Redstone. Wo wir ja nicht mehr viel haben, aber ja, der macht das schon. Hier müssen noch Molten Ender drin sein, da habe ich extra ein bisschen reingetan, damit der dann Redstone hier reinpackt und nicht versehentlich vielleicht hier noch. So, 21. Wir werden, ja, so viel werden wir nie im Leben brauchen, aber wir nehmen mal ein bisschen mit. Dann gehen wir mal schlafen. So, oder? Schlafe. Ja. Und dann müssen wir wieder zu unseren Häuschen rüber. Können wir ja auch mal außen rundherum gehen. Oder fliegen. Fliegen wir mal querfeld ein hier. Das müsste ja in die Richtung hier hinten sein. Kann man mal so eine Flugstunde nehmen. Oh, hier ein Creeper. So, mit Mistcraft müssen wir auch mal anfangen. Ach, Menno. Das wollte ich auch schon lange machen. Bin noch nicht dazugekommen, weil wir hier uns um andere Sachen kümmern müssen. Aber ich glaube, das werden wir in den nächsten paar Folgen doch mal ein bisschen anfangen. Wie gesagt, so viel Ahnung habe ich davon auch noch nicht, deswegen muss ich mich da auch mal reinarbeiten. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich bei Mistcraft, ja, scheitere. So, 14. 4, naja, lass mal einfach mal. Dann sehen wir es eh, ob es passt. Dann haben wir die Squeezer. Also ich will einen Tank hier hinstellen. Einen von Waycraft, so ein Tank. So, weg da mal, du Bett. Das kommt dann folgendermaßen. Da kommt so ein 3x3 Tank. Also 1, 2, 3. 1, 2, 3 in dem Fall. So. Der kommt hier genau in die Ecke. Und einer kommt hier in die Ecke. So. Genau, dann kommen hier die Squeezer hin. Am besten. Wartet mal, die müssen wir ja von oben oder von der Seite befüllen. Das ist natürlich die Frage, ne? Davon haben wir. Was, nur zwei Squeezer? Einmal Öl, einmal Honig. Sollte eigentlich reichen, ne? Dann machen wir einen Squeezer. Mal kurz überlegen, hier raus. Also ein Squeezer. In Ecken geht das ja nicht, die Wolf, ne? Die geht nur in der Mitte. Das heißt, hier ein Squeezer und ein Squeezer genau gegenüber. Damit wir gleich direkt in den Tank reinpumpen. So, und hier müssen wir dann Bildkraftenergie legen. Zack. Das legen wir gleich hier rüber. Ja, hier haben wir die Leitung, das heißt, wir müssen unter der Leitung durch. Weil drüber können wir ja nicht. Das geht ja nicht. So, hier kleben wir Sand rein oder was. Ist ja ganz egal, was hier reinkommt. Wichtig ist, dass kein Loch ist. Also ist der Drill leer, aber das ist auch egal. So, haut uns jetzt nicht alles weg hier. So. Und hier dasselbe nochmal. Und dann könnten wir ja hier nach unten gehen. So. Du weg. Zack und zack. Und hier unten genau die Tesserik hin. Und hier sagen wir 10 Megatools rein, oder? Nee, da machen wir die 100 Megatools. Ist ja egal. Haben wir ja genügend. Genügend, ja. Und hier sagen wir Only Receive. Kein weiteres Signal. Und hier brauchen wir noch Output und Output. Und jetzt müssen die schon Power haben. Sprich, wenn wir hier zum Beispiel Honig machen auf dieser Seite, müsste der schon Honig machen, oder? Ja, Redstone Energiezellen wird er nicht machen. Genau, jetzt arbeitet er schon. Hat er schon Honig drin, ja, genau. Sehr gut. Und bei den anderen machen wir Öl rein. Dann schön zwei Tank. Und die befüllen wir natürlich automatisch. Deployed Energistic, und zwar von, ich weiß ja nicht, wenn man die von der Seite oder von oben befüllt. Von der Seite ziehen wir, ich glaube, raus, ne? Befüllen wir sie von oben. So, von der Rückseite hier. Ach, Menno. Wo ist denn der? Hier ist er. Zack. Ah, hier ist Wasser, okay. Soll uns auch nicht stören.
Komme ich da runter? Nee. Nein, dann halt nicht. Das heißt, wir haben ja Exportpass, die kommen oben hin. Und wir brauchen noch einen Importpass, denn es werden ja auch Objekte oder hier kommt ja dann auch noch was raus. Na, okay, bei Honig glaube ich nicht, aber bei Öl kommt noch raus was. Deswegen aber machen wir einfach gleich, dann passt das besser. So. Und dann müssen wir hier irgendwo an unser System ran. Dann machen wir auch hier am besten so entlang. Wo waren das hier? Einfach eine zweite Line hier rüberziehen. Ja, hier kommt das Wasser rein. Komm weg da. So. Haben wir jetzt noch ein bisschen Sand? Nee. Dann halt Dirt. So, und schon kommt kein Wasser mehr rein. Ja, wir vergessen noch ein bisschen zumachen da hinten. Aber ist ja auch nicht so schlimm. So und so. Und hier sagen wir ohne Jetpack gar nichts. Hier sagen wir dann einfach, es soll das beziehungsweise das rein. Es kann ja beides hier rein, das ist ja egal. Das und das. Und wenn wir hier auf Stack Mode machen, dann macht er das voll. Er füllt zuerst eben diese Honigturps rein. Beziehungsweise die sind eh schon leer wahrscheinlich, ja. Das heißt, wir können ja hier noch tauschen und sagen, ein Stack davon oder mehrere. Dann füllt er die immer voll. Zwei, dann können wir hier ein paar noch reinmachen. So. Und so. Dann haben wir hier schon ein bisschen beides drin. Dann machen wir aber hier so. Gut, dann macht er hier schön Honig für uns. Und jetzt müssen wir hier nochmal gucken, ob er das rauszieht. Anscheinend macht das irgendwie nicht. Das heißt, wir müssen hier einfach Kisten dran stellen, so wie es wir hatten. Dann wird das mit Sicherheit funktionieren. Hier können wir aber normale Holzkisten dran setzen. Beziehungsweise jetzt kommt es mir erst. Warum mache ich das eigentlich mit so vielen Loader und Unloader? Das würde ja alles über einen auch gehen. Wo haben mich die Kisten hingeschmissen? Habe ich nicht mehr. Crafting Table? Hierhin. Machen wir uns eine schöne Kiste mal. Halt eine Holzkiste, aber das soll uns ja nicht stören. So, und jetzt machen wir hier folgendes, und zwar 32, 32. Hier von 32 und hier von 32. Das tun wir auch hier rein in den. Brauchen ja nicht 10.000 Unloader, da reicht ja auch einer. So, dann kommst du da hier raus. Die können wir ja vorzeitig eh mal abbauen. Braucht man ja nicht. Alle. So. Die Populis. So, so. Für macht man da? Das ist auch fraglich, ne? Davon würde ich 10 machen, so wie wir hatten. Und davon 20, oder? 20. Kommt auch hier rein. Solange wir hier Platz haben, würde ich sagen, machen wir alles in eine Kiste. Kommt der weg? Hier müssen wir dann noch Schienen hinlegen. Oh, so. Was haben wir hier drin? Gar nichts. Kommst du auch weg? So. Und jetzt können wir hier von unten rausziehen. Was machst du da? Also wegen den Schienen wahrscheinlich, ne? Oder was machst du hier? So, bleib mal stehen hier. Dann organisieren wir uns ein paar Schienen, falls wir noch ein System haben. Ich hoffe es. Schienen, Track. Haben wir anscheinend nicht, ne? Das heißt, ich muss ein paar machen gehen.
So, die schubst mir da nach hinten. So, jetzt ist der Zug nicht mal mehr auf Gleisen. Darunter habe ich auch keine, nee. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's für jetzt. Ich werde den Zug hier nochmal abbauen. Und das neu machen hier. Neu aufbauen, hier noch Schiene machen und das alles noch ein bisschen regeln. Hier das Importpass anschließen und wir sehen uns. Also ciao, bis dann.